Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut mich sehr, dass ich beim zweiten Frauenherzsymposium vom Rhein-Maas-Klinikum in Würselen dabei sein darf, auch wenn das jetzt nur eine virtuelle Veranstaltung ist. Ich freue mich trotzdem sehr. Mein Name ist Peter Ong. Ich bin Kardiologe aus dem Robert-Bosch-Krankenhaus in Stuttgart und werde Ihnen jetzt über die neuen Erkenntnisse bei der mikrovaskulären Dysfunktion berichten. Ich habe meinen Vortrag gegliedert in folgender Teile. Was ist eine mikrovaskuläre Dysfunktion? Wie häufig ist sie eigentlich und gibt es da Geschlechterunterschiede? Wie diagnostiziert man eine mikrovaskuläre Dysfunktion? Und wie therapiert man? Es mag sein, dass manche von Ihnen beim letzten Jahr schon in Würselen bei dem Vortrag dabei waren und einige Dinge wiedererkennen, aber es gibt auch neue Aspekte, die ich mit Ihnen diskutieren möchte. Was ist eine koronare mikrovaskuläre Dysfunktion? Es handelt sich dabei um eine Störung in den Koronargefäßen, die einen Durchmesser von kleiner 500 Mikrometer haben. Ich hoffe, dass Sie das sehen können. Es handelt sich um diese Gefäße hier, die Präarteriolen und die Arteriolen. Eine mikrovaskuläre Dysfunktion ist definiert als ein Missverhältnis von myokardialem Sauerstoffangebot und Verbrauch. Und strukturelle Veränderungen können das verursachen, wie zum Beispiel vaskuläres Remodeling, die Rarefizierung der Gefäße oder die perivaskuläre Fibrose. Es gibt aber auch funktionelle Veränderungen wie die endotheliale Dysfunktion oder die Dysfunktion der glatten Muskulatur, die hier ein Problem darstellen können. Und natürlich kann beides auch überlappend auftreten. Sie sehen hier in diesem Beispiel Fotos von einem Patienten mit einem normalen Gefäß und normaler Gefäßwand. Und hier auf der rechten Seite sehen Sie eine verdickte Gefäßwand, eine perivaskuläre Fibrose und Intimaproliferation. Alles Kennzeichen für strukturelle Veränderungen an den Gefäßen. Die funktionellen Veränderungen können wir im Herzkatheter mit Acetylcholin untersuchen. Und auch wenn Sie jetzt angiografisch zwischen dem linken und dem rechten Bild hoffentlich keine großen Unterschiede erkennen, sieht man diese Unterschiede sehr deutlich im EKG während dieser Untersuchung. Hier auf der linken Seite deutliche ST-Streckensenkungen unter Acetylcholin und auf der rechten Seite ein normalisiertes EKG nach der Gabe von Nitroglycerin. Das ist ein eindeutiger Hinweis auf eine mikrovaskuläre Dysfunktion, in diesem Fall ein mikrovaskulärer Spasmus. Die mikrovaskuläre Dysfunktion lässt sich darüber hinaus klassifizieren in unterschiedliche Typen. Das wurde 2007 zum ersten Mal getan. Und der Typ, mit dem wir uns häufig beschäftigen, ist der Typ 1 einer mikrovaskulären Dysfunktion ohne myokardiale Erkrankung und ohne stenosierende KHK. Das sind die Patienten, die aus unserer Sicht oft besonders herausfordernd sind. Wie häufig ist denn überhaupt eine solche Störung? Das hat man vor einigen Jahren genauer untersucht mit sehr, sehr vielen Patienten, die alle einer Herzkatheteruntersuchung unterzogen wurden, weil sie Beschwerden hatten oder einen auffälligen Ischämietest. Und Sie können hier sehen, dass die Rate der Patienten, die eine stenosierende KHK hatten, ungefähr bei 50% lag, und zwar nur bei denen, die auch Angina hatten und einen positiven Ischämietest. Das heißt, insgesamt mehr als 50% hatten keine stenosierende KHK. Wir konnten einige Zeit später eine Studie publizieren, bei der wir geschaut haben, wie häufig ist denn eine pathologische Störung im Acetylcholin-Test, und konnten dabei zeigen, dass 62% unserer Patienten entweder eine epikardiale oder eine mikrovaskuläre Vasomotionsstörung als Ursache der Beschwerden hatten. Wenn man sich jetzt fragt, ob es auch Geschlechterunterschiede gibt bei diesen Erkrankungen,
dann kann man sagen, dass das so ist. In dieser Meta-Analyse konnte man zeigen, dass von insgesamt 1934 Patienten etwas mehr als die Hälfte Frauen waren. Es ist aber bei weitem nicht so, dass diese Störung nur Frauen betrifft, sondern auch häufig Männer betroffen sind, sodass man auf diese auch ein besonderes Augenmerk legen sollte. Wie diagnostiziert man jetzt eine mikrovaskuläre Dysfunktion? Und da gibt es durchaus unterschiedliche Möglichkeiten. Man muss sich zunächst mal klar machen, welche unterschiedlichen Ursachen gibt es denn für Patienten, die Angina pectoris haben, aber eben keine Koronarstenosen. Und die können Sie hier erkennen. Es gibt Patienten, die haben eine vasospastische Angina pectoris. Es gibt eine mikrovaskuläre Dysfunktion. Es gibt ein Takotsubo-Syndrom, eine Myokarditis, natürlich auch strukturelle Herzerkrankungen wie Klappenvizien oder Systemerkrankungen wie zum Beispiel die Amyloidose. Und da diese unterschiedlichen Diagnosen auch überlappend auftreten können, ist das natürlich eine besondere Herausforderung, diese Diagnosen richtig zu stellen. Im Bereich der Vasomotionsstörungen gibt es da zwei große Bereiche, nämlich die epikardialen Spasmen, die können diffus und fokal auftreten. Und wenn das fokal ist, spricht man von der Prinzmetallangina. Und die mikrovaskuläre Dysfunktion, die entweder als Spasmus oder als eingeschränkte Vasodilatation auftreten können. Eine häufige Frage, die ich gestellt bekomme, ist, ob man diese Störung nicht auch mit nicht-invasiven Maßnahmen untersuchen kann. Und das wurde in einer relativ aktuellen Studie getan. Die ist noch gar nicht publiziert, sondern erst im Druck. Man hat hier aus über insgesamt 2100 Patienten, die eine Herz-MRT-Untersuchung bekommen haben, 218 ausgewählt. Das waren Patienten, die keine epikardialen Stenosen hatten, aber alle Angina pectoris-Beschwerden. Und man hat bei diesen Patienten eine besondere Form von Herz-MRT gemacht. Das sehen Sie in dieser Abbildung, wo, wie hier unter A gezeigt, die Durchblutung in Ruhe gemessen wurde und hier unter B die Durchblutung unter maximaler Hyperämie mit Adenosin. Und Sie können hier unter C und D sehen, dass die Steigung dieser Kurven ein Ausmaß dafür ist, wie schnell das Blut durchs Herz fließt. Mit anderen Worten, man konnte hier quantitativ die Perfusion, also die Durchblutung des Herzmuskels, messen und damit einen Wert bekommen für die sogenannte Flussreserve des Myokards. Und die konnte man dann in unterschiedlichen Analysen prognostisch einteilen. Es zeigte sich, dass Patienten mit so einem myokardialen Perfusionsreserveindex von über 1,47 eine verhältnismäßig gute Prognose hatten, wohingegen diese Patienten mit einer eingeschränkten Durchblutung, wenn sie so wollen, eine schlechtere Prognose hatten. Und da wurden Ereignisse wie Tod, Myokardinfarkt und erneute Aufnahme wegen instabiler Angina mit eingerechnet. Das heißt, obwohl man keine Stenosen hat und Beschwerden hat, ist dieser Wert aussagekräftig in der nicht-invasiven Untersuchung. Es gibt allerdings auch einen Nachteil dieser nicht-invasiven Untersuchung, der wiederum ein Vorteil der invasiven Untersuchung ist, dass man nämlich nicht alle unterschiedlichen Mechanismen untersuchen kann. Das sehen Sie hier auf dieser Abbildung. Die linke Seite in blau gezeigt mit Adenosin, das ist der Bereich, den man auch mit dem MRT untersuchen kann. Aber die rechte Seite hier in rot gezeigt mit Acetylcholin, die nach den Spasmen sucht, die lässt sich nur im Herzkatheterlabor untersuchen, weil das Acetylcholin eine so kurze Halbwertszeit hat. Das ist jetzt eine Übersicht über das invasive Untersuchungsprotokoll, was wir auch in Stuttgart anwenden. Zunächst erfolgt die diagnostische Koronarangiografie und wenn Sie keine relevanten Stenosen sehen,
Dann führen wir eine Acetylcholin-Testung durch, bei der es uns um die Frage geht, hat der Patient einen Koronarspasmus, ja oder nein? Und dann geben wir Nitroglycerin, um eine Messung der koronaren Flussreserve durchzuführen, die mit einem Draht gemacht wird, der sowohl Druck als auch Fluss messen kann und damit uns einen Hinweis auf die koronare Flussreserve gibt. Dieser Wert ist ungefähr genauso wie der nicht-invasive myokardiale Perfusionsreserve-Index. Und mit dieser kombinierten Untersuchung haben wir dann in der Regel eine Diagnose nach ungefähr 35 Minuten, die entweder Koronarspasmen lautet oder eingeschränkte Vasodilatation oder erhöhter mikrovaskulärer Widerstand, wobei auch hier dazu gesagt werden muss, dass das in der Regel kombinierte Störungen sind und nicht alleine diese Probleme auftreten. Diese Arbeit aus 2019 hat jetzt nochmal genau versucht, die einzelnen Typen dieser Vasomotionsstörungen aufzuschlüsseln. Und Sie sehen hier anhand dieser blauen Patienten, dass die isolierte mikrovaskuläre Problematik mit 52% am häufigsten vorzufinden war. Die grünen Patienten hier hatten einen isolierten epikardialen Spasmus und die roten Patienten hatten eine Kombination aus mikrovaskulärem und epikardial-spastischen Problemen. Das heißt also, der mikrovaskuläre Anteil ist hier am größten und deswegen ist es auch so wichtig, sich damit zu beschäftigen. Die ESC-Leitlinien zum chronischen Koronarsyndrom von 2019 haben das dementsprechend auch betont und sagen, dass ein Spasmustest mit zum Beispiel Acetylcholin eine Klasse 2a-Empfehlung darstellt, wenn der Patient eine dafür typische Symptomatik hat, die eben häufig Ruheangina und nicht Belastungsangina ist. Und bei Patienten, wo man eine mikrovaskuläre Angina vermutet, gibt es jetzt auch eine klare Klasse 2a-Empfehlung für die drahtbasierte Messung der koronaren Flussreserve und der mikrovaskulären Widerstände, so wie ich es Ihnen gerade gezeigt habe, weil genau das prognostisch für die Patienten bedeutsam ist. Die Frage, die sich dann immer wieder stellt, ist, wie therapiert man eine mikrovaskuläre Dysfunktion? Und dazu sei gesagt, dass es vor allen Dingen schwierig ist, weil viele Patienten immer noch Beschwerden haben. Sie sehen hier Daten aus unserer eigenen Arbeitsgruppe, die zeigen, dass viele Patienten mit mikrovaskulären oder epikardialem Spasmus im Follow-up noch Beschwerden haben oder wieder Beschwerden bekommen. Es sind über 50% dieser beiden Gruppen, die nach 7 Jahren immer noch Angina pectoris beklagen. Wir haben uns in den letzten Jahren einen Behandlungsalgorithmus erarbeitet, der wie folgt aussieht. Es kommt natürlich als erstes eine Risikofaktoreinstellung in Frage, vor allen Dingen bei Patienten, die solche Faktoren auch mit sich bringen. Manchmal kann man auch diskutieren, ohne Risikofaktoren Medikamente wie zum Beispiel ACE-Hämmer zu geben, weil die die Mikrozirkulation auch beruhigen können. Eine wichtige Frage ist, ob man einen Calcium-Antagonist gibt oder einen Beta-Blocker. Und da tendieren wir bei Patienten mit mikrovaskulären Spasmen zum Calcium-Antagonist. Ist aber die Vasodilatationsfähigkeit eingeschränkt, favorisieren wir zunächst einen Beta-Blocker, wobei man auch sagen muss, dass beide Medikamente in Kombination gegeben werden können, wenn der Patient immer noch Beschwerden angibt. Es gibt dann Medikamente, die zusätzlich gegeben werden können, wenn der erste Block nicht erfolgreich war. Ranolazin, Ivabradin, Nitratpräparate und auch Nicorandil. Beim Nicorandil ist es so, dass dieses Medikament in Deutschland nicht zugelassen ist.
Man kann es aber aus Österreich oder der Schweiz problemlos importieren und es wird auch oft von den Krankenkassen bei guter Verträglichkeit übernommen. Dann gibt es Patienten, die trizyklische Antidepressiva brauchen, um die Nozizeption zu beeinflussen und damit eine Symptomverbesserung verspüren. Und bei seltenen Fällen, die wirklich therapierefraktär sind, kann auch eine epidurale Rückenmarkstimulation hilfreich sein. Die Evidenz für diese Behandlungsalgorithmen ist relativ schwach, sodass es dringend notwendig ist, Studien mit randomisiertem Ansatz zu haben, die diese Behandlungsalgorithmen noch besser definieren. Die COMICA-Studie ist eine der ersten Studien, die das in diesem Bereich geschafft hat. 151 Patienten wurden randomisiert, entweder in eine Gruppe, bei der, wie ich es Ihnen gezeigt habe, die Vasomotion genauer untersucht wurde, mit Spasmustest und mit Messung der Flussreserve, oder in eine Gruppe, die lediglich angiografiert wurde, ohne weitere Maßnahmen. Und die Gruppe mit der Intervention bekam dann eine stratifizierte medikamentöse Therapie, je nachdem, welche Diagnose gestellt worden war, wohingegen die Kontrollgruppe lediglich eine Standardtherapie vom Hausarzt bekam, ohne weitere Kenntnisse über die Art der Vasomotionsstörung. Die Studie konnte zeigen, dass nach 6 und nach 12 Monaten sowohl die Angina-Häufigkeit als auch die Lebensqualität als auch die Behandlungszufriedenheit in der Interventionsgruppe signifikant zugenommen hatte. Und das war die Basis für die aktuelle Leitlinie von 2019, zu empfehlen, solche invasiven Untersuchungen durchzuführen. Ich darf zusammenfassen, die koronare mikrovaskuläre Dysfunktion ist eine wichtige und unterschätzte Erkrankung. Die Patientinnen leiden oft unter jahrelangen Beschwerden, die nicht ernst genommen werden. Und hier muss man tatsächlich sagen, dass es sich oft um Frauen handelt, vor allen Dingen im klinischen Alltag. Die aktuellen ESC-Leitlinien geben eine ganz klare Empfehlung zur Diagnostik und das sollten wir alle viel, viel intensiver umsetzen. Das wird noch zu wenig gemacht. Und auf der Basis der Ergebnisse dieser sehr genauen Diagnostik kann man dann zielgerichtet medikamentös therapieren und das ist hoffentlich ein Ansatz, der zur Verbesserung der Beschwerden führt. Das zeigt zumindest die COMICA-Studie und es werden zukünftige Studien mit ähnlichem Studiendesign hoffentlich auch zeigen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.